Ich hätte das aber schon einigermaßen gerade ganz gerne. So. Dann kommt hier der Schalter hin. So, ihr wisst es ja, wie es läuft. Von oben ein Kabel. Wir verkabeln das jetzt hier so exzellent, Freunde. Es wird so gut. Das wird so gut, Alter. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Gepflichtenrunde Let's Play Rust. Oh yeah. Es ist soweit. Wir befinden uns im Außenposten. Ich muss hier noch was einkaufen, Freunde. Eine Sache, die wir so noch nicht haben. Hier gibt's Klamotten. Die brauchen wir nicht. Hier gibt's anderen Scheiß. Die Sachen haben wir bereits. Die brauchen wir also auch nicht. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wo es war. Okay, hier gibt es die Flarak Moon. Die könnten wir uns kaufen. Können die aber auch herstellen. Was ich ganz gerne kaufen würde, sind ein paar von diesen Geschützen. Eins. Zwei. Warum sollten wir die jetzt selber craften? Ernsthaft. Was wir haben, haben wir. So, gut, die hätten wir auch, die stellen wir uns her, ganz ehrlich. Die automatischen Geschütze, die brauchen wir jetzt als solches nicht kaufen. Ernsthaft nicht, die haben wir. Hier ist Electronic Stuff und davon brauche ich zwei. Lampen, Freunde, Lampen. So. Das war schon. Mehr wollte ich gar nicht aus dem Außenposten. Mehr wollte ich gar nicht, Freunde. Jetzt können wir auch schon wieder zurück zu unserer Base. Uns dann einmal kurz aufwärmen. Ihr kennt das Prozedere. Aber bevor wir jetzt uns um andere Sachen kümmern, wie Kriegsmaschinerie und... Und das wird richtig heftig. So viel hier fest. Bevor wir uns darum kümmern, möchte ich, dass die Verteidigung soweit steht. Wir haben jetzt in der letzten Episode echt gekämpft, unsere Flarak, also unsere Flakgeschütze aufzustellen. Warum sie hier Flarak heißen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist mir auch Lachs, ist einfach ein Name. Und da hinten ist schon wieder Bär. Die Bärenpopulation, die steigt, ne? Also es werden immer mehr Bären hier. An denen kommen wir auch nicht vorbei. Das heißt, wir müssen ihn abknallen. Shit happens. Ist halt so. Können wir nicht ändern. Ja, oder er läuft. Dann habe ich damit kein Problem. Der Warnschuss, er sollte sitzen. So haben wir unsere Ruhe. Oh, und wir sind jetzt alleine auf dem Server. Gut, Freunde. Das ist sogar sehr gut. Das heißt, wir können uns langsam aber sicher um andere Basen kümmern. Ich freue mich drauf. Ich freue mich da richtig drauf. Wir wissen, wo Marshall ist. Natürlich wird der nicht geradet. Wir wissen, wo Davis ist. Der wird nicht geradet. Ich weiß, wo die Basis von Maske ist. Die ziemlich sicher am Zerfallen ist. Ich glaube, hier baue ich echt noch so ein kleines Fischerhäuschen oder irgendwas hin. Da oben ist der Bär. Der uns jetzt erstmal nicht weiter kümmert. So. Also, gut zu wissen. Wir haben unser Flakgeschütz da oben. Wir haben alles, was wir theoretisch brauchen. Was wir jetzt nicht mehr haben, ist Metallschrott. Da haben wir jetzt den letzten Rest von ausgegeben. Weil wir hier noch ein paar Sachen haben, die ich ganz gerne ins System erweitern möchte. Ja, wir haben nämlich hier noch einen Flarak über. Und wir haben, und das ist das Beste daran,
Die können wir einmal splittern. Wir haben hier noch für die doppelte Absicherung, das verbauen wir auch noch. Also ich habe echt Pläne, Leute. Ich habe echt finstere, fiese Pläne. Bin Pläne-Schmieder. So. Hier kommt auf jeden Fall nochmal eine Verteidigung hin. Und jetzt zeige ich euch, was ich vorhabe. Wir haben zwei Lampen. Ich würde ganz gerne eine mit hier drin verbauen. Hier im Flur. Weil hier ist es grundsätzlich dunkel. Und das ist eine Sache, die mich ein bisschen... ja, stört, würde ich sagen. Zack. Die könnten wir doch schon an unser Stromnetz anschließen. Und dann kommt die nämlich auch gleich zum Einsatz. Das ist cool. Können das hier so richtig geil verlegen. Ich finde das so nice. So. Jetzt sollte die an sein. Jetzt sollte die an sein. Und ist sie auch. Das ist cool. Das heißt, wir haben eine Deckenlampe, die leuchtet. Mit unserem eigenen Strom. Nice. So, was wir nicht gemacht haben. Achso, ich wollte das hier reinballern. Nein, das hier unten reinballern. Und der Gerät researchen. Oh yeah. So, die Lampe ist gelernt. Das Problem ist halt, dass am Donnerstag, also ich nehme jetzt gerade am 29. auf den Dienstag. Also in 2 Tagen, Realtime ist Forswipe. Das heißt, dass dann alles weg ist. Alles, was wir erlernt haben, ist weg. Was ziemlich bitter ist. Aber wir können es halt nicht ändern, Freunde. So, hier müssen wir nochmal ran. So, wir wollen das ja hübsch haben. So, und jetzt haben wir erstmal Saft auf den Batterien. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was machen. Wir sind ja noch nicht ganz durch. Die Windmühle versorgt die großen Batterien, die wir jetzt haben. Mit diesen Batterien werden wir gleich unsere Autoturrets befeuern. Und das läuft über einen weiteren externen Schalter. Diesen externen Schalter müssen wir aber erstmal bauen. Das sollte aber nicht das Problem werden, Freunde. Das heißt, wir bereiten hier unten wieder vor. Hier kommt ein zweiter Schaltkreis rein. Wir müssen mal eben schauen nach elektronisch. Wir brauchen einmal den Schalter, 5 HQ. Und den Splitter, 10 HQ. Haben wir da. Einmal rausnehmen. Herrschen. Oh ja, jetzt muss ich dafür wieder einmal nach oben rennen. Das ist... ja komm, dann nehmen wir einfach nur die 15 hier raus. Schon ein bisschen belastend. 16, 14, 15. Yes, haben wir. So.
dann passt das. Brauchen wir eigentlich noch so viel Zeug? Ich lege es erstmal hier in die Sicherheitskiste, weil ich habe keinen Bock, dass was damit passiert. So, wir machen hier dicht. Und bewegen unsere Assholes nach da oben. Nervt mich ja, ne, dass ich schon wieder zu viel von diesen Blueprints gemacht habe. Aber okay. Ich denke, es gibt Schlimmeres. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Metallschrott. So viel hier fest. Ne, hier sind wir falsch. Hier müssen wir hin. Einmal den Splitter und einmal den Schalter. Beides wird jetzt gecraftet, denn beides brauchen wir. Dann legen wir die Kabel. Wir heizen uns einmal kurz auf, weil sonst verlieren wir wieder Leben. Ihr wisst es ja. Jetzt gerade auf dem Server ist nichts los. Das ist gut. Das heißt, wir können uns in Ruhe um unsere Verteidigung kümmern. Die dann hoffentlich läuft as fuck. Weil so, wie ich das jetzt mache, ist das auch für mich neu. Ich habe nie irgendwelche Batterien dazwischen geschaltet. Aber ich hoffe einfach mal, dass das, was ich hier vorhabe, dass es klappt. Wir werden auf jeden Fall mehr von dieser Flarak-Munition noch herstellen müssen. Es geht nicht anders. Aber wir haben Rohre, das heißt, das sollte funktionieren. Gut, wir machen hier einmal zu und machen hier einmal zu. Das heißt, jetzt haben wir Zeit. Die geht nach innen auf, ne? Ja. Yep. Wir setzen einmal hier wieder unseren Schalter. Können den auch hier hinsetzen, das ist der Sache eigentlich egal. Ich hätte das aber schon einigermaßen gerade ganz gerne. So. Dann kommt hier der Schalter hin. So, ihr wisst es ja, wie es läuft. Von oben ein Kabel. Wir verkabeln das jetzt hier so exzellent, Freunde. Es wird so gut. Das wird so gut, Alter. Gut, jetzt ist es höhenversetzt. Perfektionismus erglänzt. Nicht. Es kribbelt mir in den Händen, das tatsächlich jetzt zu korrigieren, ne? Aber nope. Da gehen wir jetzt einen saftigen, knackigen Fick drauf. So, wir haben Saft. Wir müssen nach oben. Und dann heißt es Kabel verlegen. Und das haben wir. Kabel geht nach unten. Das legen wir hier an der Wand lang. Das mit der Lampe ist echt geil irgendwie. Aber so haben wir halt Saft, ne? Und so sehen wir halt, was los ist. Ah, das geht gleich directly so dadurch. Gut, dann ziehen wir das Kabel von hier. Einmal nach da. Einmal nach da. So, jetzt ist Saft drauf. Von der aufladbaren Batterie, von dort nach oben, nach da. Oh yeah. Das heißt, jetzt haben wir unseren Saft. Jetzt haben wir unseren Strom genau dort, wo wir ihn auch brauchen. An unseren Verteilerkästen. Wir könnten jetzt auch unsere Verteidigung ausmachen. Machen wir aber natürlich nicht. Die lassen wir an. Wir stellen her. Fallen. Brauchen nicht. Waffen. Das zählt unter Waffe. Was kostet mich das? 40 HQ. Digga. Was kosten mich Rakedos? Munition. Sprengstoff. Metallrohre. Wow, es ist teuer. Das ist richtig teuer. Aber im Gegensatz zu Dings ist das halt rein gar nichts. Wie viele Rohre haben wir? Ich neige immer dazu. 76, okay. Ich neige ja immer dazu, die Dinger eigentlich gleich direkt zu zerschrotten. Ist vielleicht nicht immer das Cleverste.
Okay, gebe ich zu. Sehe ich ein. So, was brauchen wir für unsere Auto-Turret? Genau, ein Zielcomputer, eine Überwachungskamera und HQ. Und die, die wir haben, die nehmen wir auch schon direkt mit. So, wie viel HQ haben wir dabei? Null. Warum haben wir kein HQ dabei? Zack, jetzt haben wir HQ dabei. Wie sieht's im Ofen aus? Machen wir an, dass hier noch mal ein bisschen Bewegung reinkommt. Mann. So, das sieht sehr gut aus, Freunde. Wir müssen wieder nach oben, weil hier können wir eigentlich zumachen. Hier muss ich nicht mehr ran. Das ist vernetzt. Also alles tutti. So, Tür machen wir zu. Jetzt stellen wir her. Zwei davon. Mehr haben wir nämlich nicht. Wir können nicht mehr herstellen, weil wir keine Zielcomputer am Schlüssel haben, Freunde. So sieht's aus. So und nicht anders. Puh. Aber ich muss sagen, wir haben echt einiges geschafft. Wir haben wirklich viel, viel geschafft. Und darauf bin ich sehr stolz. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich gut. Finde ich absolut gut. Absolut geil. Um es mal auf gut Deutsch zu sagen. So, da ist schon das zweite Baby fertig. Dann werden wir gleich mal schauen, wie wir die placen. Wir haben ja noch ein bisschen Möglichkeiten. Und die brauchen wir ja auch. Diese müssen dann noch verkabelt werden. Dann kommt der Rest der Fallen ran. Und dann haben wir's. Das ist cool. Das ist absolut cool. So. Wir brauchen ein Safe. Eine hier unten. Hier drauf möchte ich eine Turret haben, die sich um den Eingangsbereich kümmert. Hallo Baby. Wir autorisieren uns natürlich. Wir sind autorisiert. Sehr gut. Wir könnten jetzt hier noch mit einer zweiten, glaube ich, verstärken sogar noch. Ja, könnten wir. Wollen wir das? Nein. Wir gehen jetzt auf die Schwachstellen unserer Base ein, sozusagen. Also durch das Haupttor, wer da durchkommt, tut mir leid, aber der Pech, der ist selten dämlich. Diese, oh, lol. Die müssen wir drehen. Hier kommt die nächste Turret hin. Die sich so ein bisschen um den Sektor hier kümmert. Yep. Wir sind autorisiert. Und können dann diese auch dann von hier befüllen. Und von hier könnten wir natürlich auch verstärken. Frage ist, was machen wir hier mit der Seite? Wollen wir hier noch was dran bauen? Das ist jetzt die Frage. Ob sich das lohnen würde, einfach hier noch was ranzusetzen. Wir könnten hier noch eine erhöhte Mauer ransetzen und dann wahrscheinlich eine Foundation drauf. Würde gehen. Das heißt, wir hätten dann noch diese Seite abgedefft. Aber was ist mit dieser hier? Die Seite ist gesichert. Ich wollte eigentlich noch eine hier hin haben. Ich weiß. Wünsche über Wünsche, ne? Ich muss mal ein Hämmerchen. Hämmerchen habe ich dabei, das andere nicht. Oh, bitte, ja. So, dann hauen wir einfach hier
Wie war denn das? Deckel drauf. So. Und dann können wir hier nämlich die Turret auch draufsetzen. Mit Blick hier rüber. Ist ein bisschen fies, sehe ich ein. Aber Leute, fies ist mein zweiter Vorname. So, an den Dingern sind wir autorisiert. Perfekt. Das heißt, den Bauplan, den brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Hier machen wir mal zu. Ja, hier wird schon dunkel. Das ist gut. So, ihr Lieben. Damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Denkt dran, wenn ihr mitzocken wollt, ihr braucht mich gar nicht adden. Ihr könnt ganz einfach auf diesen Server joinen. Die IP hierzu findet ihr unten in der Stream-Beschreibung, beziehungsweise in dem Fall in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit dir und noch einen wunderschönen Tag. Ciao!